Lebertran und Karottensaft, eine Kindheitserinnerung für viele. Mittlerweile ist das Repertoire an Nahrungsergänzungsmitteln deutlich größer geworden und ein Millionengeschäft. Während die einen überzeugt sind, ihrer Gesundheit damit etwas Gutes zu tun, glauben die anderen, mit den Pillen wird vor allem teurer Urin produziert. Seit Corona bekannt wurde, hat sich der Verkauf von Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen verdreifacht. Der Markt für das Stück Gesundheit zum Schlucken, der boomt. Und zwar nicht erst seit ein paar Wochen, berichten Astrid Petermann und Werner Jambor. Wir bleiben zu Hause. Und wenn wir rausgehen, nur mit gutem Grund. Frühling 2020. Wenig los, aber Schlangen vor den Apotheken. Abstand halten ist das Gebot der Stunde. Mit weitem Abstand profitieren davon jetzt alle, die verkaufen dürfen. Dazu gehören ganz vorne im Spektrum Drogeriemärkte und Apotheken. Für die Corona-Infektion selber gibt es so keine Untersuchungen, keine wissenschaftlichen Erkenntnisse, dass jetzt beispielsweise Vitamin C wirklich gegen das Virus an sich hilft. Dennoch ist es natürlich sinnvoll, sich hier gesund zu erhalten und sein Immunsystem zu stärken. Wir sind im Geschäft mit Nahrungsmittelergänzungen. Ergänzen bedeutet, dass etwas fehlt. Vitamine, Spurenelemente und Mineralstoffe. Und die kriegen wir in Kapselform, Pulvern oder Brausetabletten. Sie boomen in diesen Tagen, weil gesund bleiben auch jenseits der Pandemieaktualität immer ein Thema ist. Auf jeden Fall kommen die Kunden immer mit konkreten Vorstellungen, eben auch, weil sie sehr viel lesen, weil hier ein großes Portfolio an Informationen gegeben ist, kommen sie mit sehr konkreten Vorstellungen, die wir entweder dann unterstützen können oder wo wir die Illusionen hier teilweise auch nehmen müssen. Allein in der St. Charles Apotheke in der Wiener Gumpendorfer Straße werden 20% des Umsatzes mit Nahrungsergänzungsmitteln gemacht. Das entspricht dem Branchenschnitt. Und das, obwohl Nahrungsergänzungsmittel nur einen Bruchteil des Angebots ausmachen. Wichtige Umsatzbringer sind diese Präparate, die rechtlich gesehen Lebensmittel sind, vor allem auch in Drogeriemärkten. Bei der Drogeriemarktkette DM zum Beispiel sind 400 Produkte aus dem Bereich Nahrungsmittelergänzung gelistet. Insgesamt ist dieser Markt in Österreich rund 170 Millionen Euro schwer. Und die Ausbreitung von Covid-19 hat das Wachstum enorm beschleunigt. Corona hat mit Sicherheit die Nachfrage nach diesen Produkten massiv angeschoben. Es gibt jetzt zwar noch keine wirklich verlässlichen, belastbaren Zahlen, aber wir gehen davon aus, dass also alleine im Monat März im Vergleich zum Vorjahr der Absatz um 200 bis 300% gestiegen ist. Aber nicht nur in Corona-Zeiten wollen wir unserem Körper etwas Gutes tun. Auch sonst versuchen Konsumenten, die Folgen von zu viel Essen oder einseitiger Ernährung und Bewegungsmangel zu kompensieren. In den letzten 3 Jahren hat sich der Markt in Österreich stark entwickelt. 2017 wurden mit Produkten aus dem Bereich Nahrungsmittelergänzung mehr als 148 Millionen Euro umgesetzt. 2018 waren es über 157 Millionen. Und im letzten Geschäftsjahr 2019 wurden 166 Millionen Euro umgesetzt. In 3 Jahren ein Plus von 12%. In den letzten 3 Jahren wurden jeweils um die 20 Millionen Packungen Nahrungsmittelergänzungen verkauft. Davon 40% in Apotheken, 45% im Einzelhandel und rund 15% im Versandhandel, also zumeist im Internet. Dr. Christian Mattei ist Facharzt für Gynäkologie und Ernährungs-, Sport- und Vitalstoffmediziner. Es gibt tatsächlich Nahrungsergänzungsmittel-Junkies, die man bremsen muss. Es gibt Patienten oder Kunden, die kommen und lassen sich beraten und nehmen schon 10 oder 15 verschiedene Produkte ein und fragen, ob das sinnvoll ist. Und die muss man natürlich bremsen, weil eine Masse an Nahrungsergänzungsmitteln kann nicht sinnvoll sein, kann auch nicht benötigt werden. Das, was man über die Ernährung schafft, ist großartig. Wenn man dann misst und sieht, dass da einige Mängel vorliegen, dann ist eben der Einsatz von Nahrungsergänzungsmitteln sinnvoll. Aber das wirklich ganz gezielt, so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Idealerweise findet die Beratung zur Nahrungsmittelergänzung in der Arztpraxis statt. Ernährungs- und Vitalstoffmediziner haben diese Disziplin als Geschäftsfeld. Sie bieten auf der Basis eines Blutbildes spezielle Präparate und auch Infusionen an. Es gibt verschiedene Personengruppen, von denen wir wissen, dass sie einen Mehrbedarf haben, beziehungsweise Risikogruppen, wo wir wissen,
dass der Mangel recht häufig auftritt. Gutes Beispiel ist die junge Frau, die eine etwas stärkere Menstruationsblutung hat, vielleicht dazu sich auch noch sehr, sehr fleischarm oder gar vegetarisch ernährt. Da muss man dann wirklich schwer davon ausgehen, dass ein Eisenmangel recht häufig auftritt. Und wenn der auftritt, dann leidet die Frau immer darunter. Eisenmangel führt sehr, sehr oft zu chronischer Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Schwindelgefühl, vermehrtem Haarausfall. Also es liefert viele Symptome, die die Frau sehr belasten. Und da ist dann ein Supplementieren mit Eisen einfach unabdingbar. Nahrungsmittelergänzung ist ein weites Feld zwischen Privatordination, Apotheke, Drogeriemarkt oder Internet. Vom Therapievorschlag bis zum Impulskauf. Bei den Anbietern, die in Apotheken verkaufen, sind die großen Pharmakonzerne dabei, Bayer, Merz etc. In den Drogeriemärkten sind es auch bekannte Marken, die möglicherweise auch schon die Omi verwendet hat, Abtei, Kneipp etc. Und dann gibt es halt zunehmend auch jetzt auch neue Startups, sage ich mal, auch österreichische Startups, die auch neue Vertriebswege beschreiten, indem sie eigene Stores haben, wie Biogena oder Pure zum Beispiel, die über die Apotheken auch gehen. Also es ist ein sehr, wie gesagt, ein sehr heterogenes Anbieterfeld. Der US-Konzern Pure ist laut Eigendefinition die Nummer 2 in Österreich für Nahrungsergänzungsmittel im höherpreisigen Segment. Mit einem Jahresumsatz von 20 Millionen Euro. Wir erreichen den Vertriebsleiter für Österreich im Grazer Homeoffice. Er spricht auch den Verdrängungswettbewerb an. Wir reden da von einer durchschnittlichen Wachstumsrate pro Jahr von durchaus zwischen 20% und 30%. Am Beginn dieser 10-Jahres-Phase sicher noch deutlich mehr. Inzwischen ist der Markt, wie Sie auch schon angesprochen haben, ja sehr stark umkämpft. Es gibt viele Player. Und da sind Wachstumsraten nicht mehr in dieser Form möglich. Aber wir wachsen auch jetzt noch sehr, sehr gut und in den letzten 10 Jahren hat sich das auf jeden Fall stark erhöht. Auch bei Pure spürt man jetzt den Corona-Effekt für die Gesundheitsbranche. Die Nachfrage nach Vitamin C, Zink, Magnesium und Co. ist derzeit besonders groß. Verstärkt wird sie durch Medienberichte und durch Inserate und Werbeeinschaltungen. Definitiv ist es so, dass die großen Tageszeitungen ein großer Werbeträger für Nahrungsergänzungsmittel sind und wir hier natürlich dann immer wieder konfrontiert sind mit Zeitungsausschnitten. Ist das was für mich? Könnte ich das hier bestellen? Haben Sie das lagernd? Das sind immer wieder die Fragen, wenn hier eine Werbeoffensive vorangeht. Und die spricht alle Einkommensschichten und Bevölkerungsgruppen an. Auch der Online-Vertrieb, also Bestellungen über das Internet, legt zu. Mediziner allerdings warnen. Der Markt wird zunehmend unüberschaubar. Die Qualität ist oft fragwürdig. Es gibt tatsächlich das Wissen, dass viele Nahrungsergänzungsmittel gerade aus dem Onlinehandel auch verunreinigt sind. Man kann theoretisch auch mal mit einem Präparat aus dem Drogeriemarkt, wenn man es zu lange einnimmt, sich überdosieren und damit theoretisch auch einen gesundheitlichen Schaden anrichten. Auch Wechselwirkungen und Unverträglichkeiten mit Medikamenten sind möglich. Mehr der Wissenschaft glauben als der Werbung. Dafür plädiert auch der Präsident des Österreichischen Akademischen Institutes für Ernährungsmedizin. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass viele Leute sich vielleicht auch ein bisschen hinwegtäuschen, dass sie sich nicht gesund ernähren und vielleicht auch noch rauchen. Und dann nehmen sie ein paar Tabletten oder Nahrungsergänzungsmittel und glauben, sie haben damit alle Probleme gelöst. Dies ist sicher nicht der Fall. Wir wissen sogar aus validen wissenschaftlichen Untersuchungen, dass die Wirkung von natürlichen Mikronährstoffen, Vitaminen und so weiter besser funktioniert als jene, wenn sie mit chemisch präparierten Zubereitungen dann eingenommen werden. Die Basis für das Ausbleiben von Mangelerscheinungen ist und bleibt viel Bewegung und gesunde Ernährung. Aber auch Mutter Natur verlangt uns ein kritisches Auge auf Transport, Lagerung und Zubereitung gesunder Lebensmittel ab. Und hier wie dort ist Beratung gefragt.